So, nächste Tagesaufgabe steht an. Ihr seht es ja schon, Spieler-Arena-Matches. Dürfte eigentlich wie immer nur einfache Aufgaben zur Zeit von Fortnite, finde ich persönlich. Also, ihr geht einfach entweder Arena Trio, aber dafür müsst ihr halt drei Leute in der Lobby sein, oder Arena Solo auf Annehmen, rein in die Lobby und dann einfach eine Runde halt auch Arena spielen. Ich weiß halt jetzt nicht, ob es reicht, wenn ihr rein joint und quasi direkt wieder rausquittet. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Dann spielen wir mal eine Runde. Wie gesagt, mehr gibt es eigentlich dazu auch nicht zu sagen. Aber ich habe euch ja gesagt, ich lade alles hoch, beziehungsweise zeige euch jede Aufgabe, weil selbst im Prinzip ist jede Aufgabe erklärbar, wenn man sich ganz kurz damit auseinandersetzt. Aber ich bedanke mich schon mal für die, wie viel waren es? Zwei Abonnenten, die dazu kamen. Uns fehlen jetzt nur noch vier Abonnenten, dann haben wir die 50 Abonnenten voll und dann gibt es auch schon die fünfte Zahl vom Paysafe-Code. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, jetzt wäre die Chance. Drücke auf Abonnieren. Wie gesagt, ich gebe euch was, Informationen. Und würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen. So. Bam, 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 bam. Meine Vorsätze, die Welt zu spielen. Also, ich kann sagen, ich habe jetzt in. Wie lange mache ich es jetzt? Seitdem ich mit YouTube angefangen habe wieder, habe ich jetzt schon, warte, jetzt habe ich 4,3, so circa 5200 V-Bucks gemacht. Und das quasi mit 20 Euro Einsatz. So, die Aufgabe wird aber noch nicht gewertet. Also man muss die Runde anscheinend zu Ende spielen. Das ist halt natürlich die Frage, lasst ihr euch töten oder nicht? Was muss ich nochmal machen? 30 Sekunden aus dem. Ach stimmt, ich muss ja noch die Truhe öffnen und direkt eine Munitionskiste aufmachen. So, gehen wir mal Sunny Steps runter. Dann habe ich die Aufgabe nämlich auch endlich mal fertig. Also wie gesagt, eine Arena-Runde spielen, von mir aus fliegt nach Tilted, lasst euch killen, wenn ihr keinen Bock darauf habt. Das Ganze dreimal und dann habt ihr die Aufgabe auch schon easy geschafft. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich hier unten eine Truhe direkt finde und eine Munitionskiste. Aber ich persönlich finde halt 30 Sekunden sind auch schnell rum. Nee, andersrum. Sind nicht schnell rum. Warte, jetzt mal schon gucken. Da steht ein Lama auf der Treppe. Zack, zack, zack. Das Lama holen wir aber gleich erst. Ich muss hier nicht, da ist einer. Zack, haben wir nämlich die Aufgabe auch fertig. Was für eine Aufgabe war das jetzt? Achso, drei legendäre Waffen, aber da werde ich mal ein anderes Video zu machen, weil in Solo ist es eigentlich fast nicht machbar. Außer man hat halt gut Glück und findet nur einen Automaten und killt einen, der noch irgendwas Legendäres hat. Aber hier könnte eigentlich schon der zweite Gegenstand drin sein. Ich wundere, dass hier keiner gelandet ist. Ja, da war wieder der Fail. Immer erst die kleinen Minis dringen, dann die großen. So, gucken, was wir hier noch so rumfliegen haben. Sagt die Zone. Ah, Zone sagt weit, weit weg. Ich nehme schon mal wieder die mit. Weil irgendwie schneller schießen doch ein bisschen besser. So, begeben wir uns schon mal langsam, weil der Weg ist doch relativ weit. Weil fortbewegen ist jetzt nicht mehr so schnell, finde ich, in der Season. Früher war das kein Ding. Hast eine Kugel geholt oder bist in Dings reingesprungen. Aber inzwischen sind die Wege doch schon ein bisschen weiter. So, warte mal hier drin. Ja, dann hol ich den. Bam, bam, bam. Hier haben wir wieder nix.
Ist natürlich auch die Frage, wie viele sind in Dings gelandet, in Pressure Plant. Wollen eine Schrot finden, wäre nicht schlecht. Guck mal gucken, vielleicht sehen wir ja einen. Also hier ist definitiv einer. Aber noch da ist, ist natürlich die andere Frage. Gucken, ob man hier rumsehen. Ich habe immer Angst, da reinzuspringen. Ich weiß nicht warum. So, hier sehe ich mal keinen. Da unten wurde aber gebaut. Er scheint wohl auch durchgezogen zu sein. Also ich sehe ihn mal nicht. Ich habe gerade absolut keine Ahnung, wie wir gehen sollen. Wie man sieht, es leben jetzt schon wieder nur noch 30. Also ich schätze mal, zur Zeit ist Arena wirklich reinjoinen und killen lassen und ab die Fahrt. Weil normalerweise so schnell sterben die Leute auch nicht. Gucken, ob irgendeiner noch einen Retool rumturnt. Versucht. Ach, hier wird es gut gebaut. Dun, 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 dun. Gucken, ob wir hier ein bisschen was abstauben können, eventuell. Ich sehe nur keinen Gegner. Ich sehe 1000 Zombies, aber keinen Gegner. Aber ich höre ihn schießen. Gerade sagen, wo habe ich eigentlich so viel Metz her? Hinter die links habe ich auch Schüsse gehört, oder das ist, wenn die auf die Welt kommen. Ne, hier ist einer. Ach, da ist ein Zombie. Ich höre trotzdem links auch Schüsse. Er hat sich hochgebaut. Ich will aber jetzt selber nicht von hinten weggeholt werden. Dahin ab. Jetzt ein Kills abstauben ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht hier. Aber er scheint wohl durchgezogen zu sein. Wir gehen jetzt einfach mal Richtung Zone, weil die ist dann doch wieder schneller da, als man gucken kann. Aber so ist halt die Aufgabe. Einfach in die Arena reingehen. Runde zu Ende spielen, weil, wie man sieht, unten links, oben links, das zählt nicht, wenn man nur reingeht und wieder rausjoint. Also man muss die Runde schon zu Ende gespielt haben. Heißt einfach killen lassen. Ganz simpel. Hier war auch definitiv einer. Da hinten habe ich, glaube ich, was bauen gesehen. Oder es war die Zone. Gucken, wann er hier in die Zone kommt. Ich hoffe nur, ich werde nicht von hinten weggesniped. Ja, ihr seht ja, ich bin jetzt schon wieder 19. Puh, die Zone ist aber übel weit weg. Safe 18.
dauernd Angst, dass einer neben mir läuft. Jetzt sind wir schon 17 da. Also wenn nichts schief geht, sind wir eigentlich safe 15 da. Ja, jetzt schon 16 da. Ja. Als Sache, ja, die Punkte kriegt man so schnell, finde ich, im unteren Bereich. Ich meine, höher kann ich nichts zu sagen. Außer von der letzten Season, bevor die zurückgesetzt wurden. Also da fing dann irgendwann das Gekämpfe an. Schlagartig. Eine Stufe höher, ruckzuck, nur noch Gekämpfe, Turtlebau und Abfahrt. Inzwischen versucht ja auch jeder Kills zu machen, ist nicht mehr wie früher. Ein Gegner, ich glaub's ja nicht. Aber ich gehe den Kampf ruhig ein, entweder gewinnen wir oder gewinnen nicht. Das Problem ist, er geht auf den Berg. Hat einen Trampo. Wo ist er hin? Ja, er baut sich da hoch. Dann lassen wir mal in Ruhe. Ist er hier runtergefallen? Nee. Das könnte ich sein. Einfach einen Berg hochbauen, Feierabend. Er will aber nach ganz oben. Ja, siehst du, das meine ich. Ja, also ihr müsst die Runde beenden, beziehungsweise lasst euch töten. Dann habt ihr es auch geschafft. Ja, noch schön vom Ben getötet worden. Aber wie gesagt, Battle Royale, ich nehme es einfach nicht mehr ernst. Also, in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.